wohl noch was finden da an der Seite. Moment. Willst du mich jetzt verarschen? Ach so, ja doch, so rum. Warte mal. Was ist das? Ach so, ja, gut, okay, könnte. Ja, doch, ist richtig. Weil dann komme ich nämlich da oben durch. So, den zertrümmern wir. Das ist ein kleines Rätsel. Da ist irgendwas Besonderes, hundertprozentig. Wenn das so aufgebaut ist, ist da irgendwas, was wir definitiv brauchen, haben wollen. Nämlich da ist nämlich ein Item und ich weiß aber noch nicht wo. Noch nicht was. Warte mal. Ach, so ein Doppelkampf ist da drin. Moment. Aber ich hole mir jetzt mal das Item. So, jetzt mal das Item da oben holen. Ach, scheiß Top-Genesung, ernsthaft nur? Ich dachte mir, ja, wir haben jetzt ey, das Mega-Item da irgendwo, ein Sonderbonbon oder was auch immer. Oder eine coole TM. Aber nur eine scheiß Top-Genesung. Ich versuche meine Doppelkampftechnik zu perfektionieren, dadurch werde ich noch stärker. Ich möchte mich dem Doppelkampf so weit wie möglich verbessern. Das macht mich als Trainer stärker. Zwei Ersttrainer mit jeweils einem Pokémon, Moni und Olli, mit Welter und Staraptor. Welter haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Staraptor haben wir schon selber gesehen. Eben gerade noch zweimal. Mit der Vogeltrainerin und bei dem Veteran. Wer sich erinnert. So, wir machen es jetzt anders. Ich gehe jetzt volle Power drauf. Ich weiß, dass es jetzt. Ich werde es nämlich gleich mit Rasierblatt angreifen, um das Welser zu killen. Welser also mich vom Typ Boden und Wasser. Und Staraptor wird natürlich nicht effektiv abkriegen. Und ich spiele das ganze Spielchen jetzt nochmal andersrum. Durch den Boden kriegt Welser natürlich den Standard nicht effektiv ab und Staraptor aber. Um sie so gegenseitig auszuspielen. Nein, noch nicht ganz. Okay. Ich dachte mir, das Schellsage fällt jetzt gerade mit dem FIFA. Vielleicht schält es durch den Steinhagel. Ja, passt. Komm mal so rum. Und tschüss. So stark sind die nämlich beide nicht gewesen. Es war jetzt tatsächlich ein bisschen Glück, dass ich Welser jetzt direkt in einem Rutsch mitgenommen habe. Deswegen Ramaidon Level 61, Kampfschiff Level 58. Ja, Rexbizar ist noch nicht so, was ich vom Level her, wie ich das gerne erwartet hätte. Die hätte ich gerne noch so 5 bis 7 Level höher. Aber das kann ja noch werden. Meine Güte, Doppelkämpfe scheint echt zu liegen. Was Doppelkämpfe angeht, beziehungsweise mit allen Wassern gewaschen. Nein! Das war jetzt anders geplant. Warte mal, ich muss jetzt auch nochmal hoch. Jawohl. Diesmal hat es funktioniert. Und das ist die TM 71 Steinkante. Jetzt endlich mal wird was bekommen wir was wir brauchen können. Aber wie gesagt, Doppelkampf mitgenommen, zwei Pokémon Level aufgestiegen. Und ja, hat sich jedenfalls erstmal für mich, in meinen Augen, gerade gelohnt. So, dann gehen wir da oben jetzt weiter. So wie wir das eigentlich ursprünglich den Weg hatten. Ich wollte nur kurz das da oben noch lösen und das mitnehmen. Weil wir wollen ja natürlich alles mitnehmen. Soweit es irgendwie möglich ist. Ne? Ach so, mir fällt gerade was ein. Ah, jetzt könnte man noch vor der Pokémon-Liga machen, wenn wir das hinkriegen. Ich habe vor kurzem durch das Geheim geschrieben, durch das Item habe ich einen Eisbrief bekommen. Wir könnten Shaman fangen. Ich mal gucken, ob ich das noch vor der Pokémon-Liga hinbekomme. Jetzt natürlich nicht ins Team nehmen, aber wir werden es versuchen zu fangen, ob es möglich ist. So. Dann gehen wir da runter. Das ist mir nur gerade mal kurz eingefallen, dass wir das dann immer noch dazwischen schieben können. Könnte. So. Mal was erleidet uns. Hier ist auch ein Kampftrainer. Den haben wir schon von Anfang an mal irgendwo gesehen. Weil das ist nämlich das, wo wir am Anfang drüber geklettert sind, wo die Vogeltrainerin ist. Mein Pokémon kann Karate. Ich warne dich, das ist wirklich stark. Karate. So. Gut, was haben wir denn? Machomai als Gegner, okay. Aber ich glaube, Machomai hat man noch nicht. Mal als Gegner. Das ist natürlich jetzt riskant, an dem Mais-Pokémon gegen Kampf-Pokémon anzutreten, aber ich traue meinem Rexbizar durchaus zu, es zu kriegen. Vielleicht haben wir ja mal ein bisschen Glück. Hotza.
kann natürlich sehr, sehr böse tun. Er hat natürlich jetzt seine Verteidigungswerte gesteigert und seinen Angriff gesteigert. Er haut jetzt nochmal was raus. Vielleicht kann ich aber trotzdem mit der Lawine es killen. Kann wir verteidigen. Wir dürfen es natürlich jetzt nicht angreifen lassen. Wenn er jetzt angreift, dann haben wir definitiv ein Problem. Das reicht nicht. So, jetzt bitte nur ein bisschen Glück dabei zu haben. Oh ja, wir dürfen nochmal angreifen. Und killen dieses Nachhol, bevor es irgendwie uns gefährlich machen kann. Mit zweimal Protzer wäre natürlich richtig mal Hau drauf gewesen. Wir haben aber das Glück, dass wir nochmal angreifen dürfen. Und dieses Maromal den Erdboden gleich machen können. Sehr gut. So, ich gucke jetzt gerade mal, wie weit wir vom Pokédex überhaupt sind. Wie viel wir insgesamt haben müssen. Ich glaube 150 waren es. Ja, es fehlt nämlich noch eins. Und zwar Palkia. Das weiß ich auch. Das können wir dann, glaube ich, holen, wenn wir der Champ sind. Also nicht fangen, sondern den Eintrag können wir holen, wenn wir der Champ sind. Und zwar in der Fleetwork in der Bibliothek. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles. Vesprizabel, Turbuts haben wir ja schon. Da habe ich eine lange Folge draus gemacht. Ich erinnere mich nämlich. Wir haben uns also, fehlen uns jetzt noch 14 Pokémon. Ein paar kriegen wir jetzt durch die Pokémon-Dinger noch. Aber das kriegen wir schon noch hin. Keine Sorge. So. Gut. Den letzten Teil der Siegestraße machen wir dann in der nächsten Folge. Es sind noch ein paar Trainer und dann sind wir bald durch. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Der zweite und hoffentlich letzte Teil der der Siegestraße Richtung Pokémon Liga ist unterwegs. Ja, und ich freue mich drauf, dass wir endlich wieder Pokémon sehen können bei mir und jo. So, da oben geht es nicht weiter. Das heißt, es geht nur hier weiter. Und zwar mit dir hier. Ich kann die Vergangenheit sehen. Der eine, den wir am Anfang getroffen hat, hat die Zukunft gesehen. Sie sieht die Vergangenheit. Er hat nämlich gesehen, dass wir gegen die Top 4 antreten werden. Mal gucken, was sie gleich sagt. Auf jeden Fall ist das jetzt mal eine Serie der Räder mit dem Kling Plim. Kling Plim habe ich mir auch ganz kurz überlegt. Nimmst du das Team? Ich wollte es fangen. Und dann tauchte aber plötzlich Militi auf. Dachte ich mir, jo, jetzt nimmst du lieber Militi ins Team, weil eigentlich wollte ich mein Team ganz anders aufbauen, aber die entsprechenden Pokémon passten nicht. Weil einige Pokémon oder ein Pokémon, glaube ich, nur auf der anderen Edition zu schaffen ist. Müssen wir mal gucken, wie wir dann machen. Falls wir die andere Edition spielen, momentan sieht da nicht die Priorität. Mal gucken, was wir dann irgendwann machen. Vielleicht machen wir was von der Switch, vielleicht machen wir auch nichts von der Switch, ich weiß es nicht. Schauen wir einfach mal. So, Palim Palim auf jeden Fall als nächster Gegner. Die weiterentwickelte Form von Klingplim. Ich glaube, das müsste dann immer der nächste Eintrag sein. Ach, scheiße, bin ich ein Gena, ne? Ich hätte wechseln müssen. Ja, Mann. Jetzt schläft du mich jetzt ein. Da habe ich jetzt gerade nicht mehr dran gedacht. So, halt. Ich habe bestimmt immer noch einen Aufhänger. Ja, natürlich habe ich doch einen Aufhänger. Wäre ja zum Glück, wenn ich keinen mehr hätte. Außerdem habe ich noch Hyperheiler ohne Ende. Die brauche ich nämlich auch noch. So, Sondersensor. Okay. Ja, aua, tut weh. Mach keinen Mist. So. Dann machen wir weiter mit Ice Heap. Und dann geht Palim Palim erstmal baden im Maße des Wortes. Wir sind ja nah am Wasser. Und die Sirene sieht. Mal gucken, was sie gleich sagt. In deiner Vergangenheit gibt es zu viel zu sehen. Du bist tatsächlich einem legendären Pokémon begegnet? Ich fass es nicht. Einem? Ich glaube, ich habe vier bei mir. Soweit ich das richtig im Kopf habe. Ja, vier habe ich mittlerweile bei mir im Repertoire. So, da ist noch ein weiterer Ast-Trainer. Den nehmen wir natürlich auch noch glatt mit. Weitere Ast-Trainerin sogar. Oder ist noch Trainer? Die Siegestraße. Sieht ganz aus, als wäre ich am Ziel meiner Reise angegangen. Hey, ist ein Typ. Dich muss ich erst noch aus dem Weg räumen. Ich glaube, das ist so ein Typ. Ja. Ja, es ist, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach zu unterscheiden manchmal, weil die Dame hat, glaube ich, einen Zopf und der nicht. Aber von vorne sehen die halt beide ziemlich gleich aus. So, dann haben wir Rex Blizzard. Als Pokémon gegen Kramchef. Kramchef haben wir ja selber am Team und der hat nichts anderes aus Kramchef. Okay, das ist sehr gut. Hat der. Das Kramchef geht nämlich schon baden, weil ja, ein Volltreffer
lässt es keine Zweifel auf, dass wir mit Rixbliza gutes Pokémon haben. Es muss halt vom Level her nur steigen. Wir fehlen, wie gesagt, ich würde es mindestens bis Level 62 schaffen in der Pokémon-Liga. Ansonsten. Ja, bis zum Champ. Bis zum Champ, wohlgemerkt. Sonst brauchen wir da gar nicht an anzudrehen. Sonst wird es ein bisschen enge. So, wir setzen morgen Kaskade, setzen es ein. Wir hätten ja auch Empolia, dass es kann. Also müssen wir da hoch. Ich guck kurz gerade mal, was die Zeit hat. Oh, dann hätten wir tatsächlich doch das Ding. Oh ne, hier ist noch eine Trainerin. Ist das Lamina? Ne, das ist eine Trainerin, ne? Ich möchte ein starkes Pokémon noch mächtiger machen. Dafür brauche ich dann Hilfe. Aha, ist ein Drachenprofi. Sah von hinten ganz aus wie Lamina. Die wir ja kennen aus der Arena. So. Jetzt haben wir eigentlich ein Pokémon, das wir gegen das wir kämpfen können. Gegen Knarksel. Knarksel ist vom Typ Boden und Drache. Also sollte es gegen ein gutes Eis-Pokémon nicht den Hauch einer Chance haben. Und das hat es auch nicht. Galoppa erreicht Level 58. Ich hatte nicht die geringste Chance. Nö, nicht wirklich. So. Gucken, wie weit wir noch kommen. Ich glaube, da fehlt immer noch ein Item. Was wir uns noch holen müssen. So. Dann gucken wir noch hier unten, ob irgendwo was ist. Das sieht nämlich so aus, als wäre da irgendwas versteckt. Der ist und zwar ein Riesenpit. Ach, da unten ist noch ein Item. Sehe ich gerade. Komme ich da jetzt ohne Probleme hin? Warte mal. Da muss ich doch hoch. Es macht keinen Sinn, jetzt da runter zu gehen, weil das Item ist von da oben zu erreichen. Gut zu wissen. Ich hoffe, dass ich das jetzt holen kann. Ja. So. Wir können gleich da oben sofort weitergehen. Ich möchte kurz hier noch das Ding holen. Wer weiß, was das ist. Vielleicht ist es was zum Brauchbares, was ich sehr gut brauchen kann. Ja. Erstmal ist es die TM59 Drachenpuls. Die brauchen wir vielleicht. Ich habe aber, glaube ich, kein Drachen-Pokémon im Team. Das weiß ich auch. Ich gucke mal gerade, ob es irgendein Pokémon lernen könnte. So. Warte mal. Kugelsaat braucht man gerade nicht. Ich gucke gerade, ob ich das irgendwie beibringen kann. Oh, Rabaldon. Theoretisch. Komm, wir haben hier keine Drachenattacke und wir haben eine zwei Eisattacken, dann kannst du auch für Strahl rausnehmen. So. Das Team bleibt ja sowieso unverändert. So, gut. Na gut, dann haben wir das auch geschafft. Da ist weitere Drachenprofi. Das ist auch ein Veteran. Ich kann spüren, dass er deine Pokémon voll und ganz vertrauen. Du und dein Team, strahlt regelrecht. So, dann haben wir hier Detoxer. Detoxer haben wir wirklich. Doch, da müssten wir schon gesehen haben. Auf der Wasserroute haben wir es gesehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. So. Ah, Blutstrahl, okay. Gut. Heißes Kälte, ist das nicht eine Dingsattacke, eine K.O.-Attacke? Brauche ich nicht. 30%ige Wahrscheinlichkeit, das ist nichts, das ist ein Drittel halt, wie gesagt, aber das brauche ich nicht.
Wieder, wenn es kein Pokémon ist, was vom Typ Eis ist, dann wird sogar, sogar noch seltener. Also, nee, brauchen wir nicht. Aber wenn sie trifft, ist sie natürlich mächtig, aber wenn sie nicht trifft, ist es Schwachsinn. Das ist genauso wie Geovisua und Geotino und so. Das sind freie Attacken, meiner Meinung nach. So, Geomat, jetzt weiß ich, dass wir das noch nicht im Team haben, sonst würden die Attacken angezeigt oder die Effektivität der Attacken angezeigt. Deswegen weiß ich, dass es das nicht hat. So, jetzt hat es natürlich Erdbeben ein. Das war dann jetzt blöd, einen Stahl-Pokémon einzusetzen. Aber es wird natürlich jetzt durch den Hagelsturm gekillt. Dementsprechend brauche ich natürlich jetzt nicht noch eine weitere Attacke. Und jetzt sitzt du auch im Polion ein, ah. Was machen wir jetzt? Doch, ganz klar, ein Kampf-Pokémon. So. Kraftwelle, drauf. Was für Düse? Hätte doch lieber Aplatit sinnvoller gewesen, fällt mir gerade ein. Aber gut, ich hätte euch damit gerechnet, dass er jetzt anfängt. So, Level 62 war jetzt gerade Ramaido und Level 58 Empoleon. Jetzt haben wir die Augen geöffnet. So, ich guck gerade, ob ich noch mal. Ich muss jetzt wieder neue Tränke einsetzen. Wie nach jeder fast jeder Runde. Ich werde eh noch mal, bevor ich in die Pokémon-Liga aufkaufen. Noch mal auffüllen. Ich muss einige Top-Genesung noch holen und sowas. So. Gut. Ich guck mal gerade, ob hier unten noch irgendwas ist, was man brauchen kann. Ja, da war noch ein Item. Und zwar das hier. Eine Schafklaue. Ah, Schafklaue ist, glaube ich, das Entwicklungs-Item von Sneebel zu Snebunna. Wenn es, glaube ich, damit ein Level abkriegt, dann steigt es im Level auf. So. Jetzt hoffe ich, dass ich da hochkomme. Oder bin ich denn runtergekommen? Kann das sein? Nee, hier bin ich, geht's weiter. Ja, wenn wir das so also von starken Trainern, ist der ideale Ort, um sich mit dem Besten der Besten zu wissen. Ja, cool, dann machen wir heute, ja, dann machen wir eine etwas kürzere Folge. So, Kaumalat. Ein weiteres Drachen-Pokémon vom die Fortentwicklung von Knaxel. Knackrack sehen wir gleich. Sind wir noch in der Pokémon-Liga in der einer nächsten Folgen. So, Garados. Ja, Garados ist natürlich jetzt das Problem, dass ich kein Elektro-Pokémon im Team habe. Aber wir haben ja noch Gestaltsattacken, weil Garados vom Typ Flug ist. Weil klar, mit Elektroattacke würden wir es ohne Probleme weggrillen. Aber. Ach, scheiße. Es war zu schnell. Das hat man mir klar, dass irgendwie das nicht klappte. So, jetzt hoffe ich, dass ich mit Glück habe. Na komm. Jawohl. Da sag ich doch. Funktioniert manchmal auch so. Man weiß sich ja zu helfen. Das Garados hätte ich sowieso so oder so irgendwie hingekriegt. So. Und dadurch, dass das getroffen wird vom Hagelkorn, gibt es ein weiteres Pokémon und zwar ein Kaumalat. Ja, und ich weiß, es ist ein Drachenprofi und die setzen Garados ein. Garados ist nicht vom Typ Drache. Es ist Wasserflug.
Selbst die Mega-Entwicklung ist nur Wasser und Licht. Es sieht aus wie Drache, ist aber kein Drache. Genauso wie Glurak. Warum sie denn keinen Dragonier oder was auch immer mit verpasst haben oder Seedraking oder was auch immer, weiß ich nicht. Da es gäbe mehr Möglichkeiten auf jeden Fall als damals in der ersten Generation. Also weiß ich, dass er auch mit dem Aerodactyl damals Siegfried kam und halt auch mit dem Garados am Anfang. Den halt beides keine Drachen-Pokémon. Es sieht nur halt, wie gesagt, so aus. So, wobei Glurak, glaube ich, in der einen Mega-Entwicklung ist auf jeden Fall Drache. Drache Feuer, glaube ich. Soweit ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß aber jetzt nicht genau, welche von den beiden. Ich glaube, die Y, das dunklere von den beiden auf jeden Fall. So, dann geht es hier oben jetzt weiter und dann sind wir fast eigentlich durch. Ich glaube, das ist schon das Letzte. Ich glaube, es gibt nichts mehr. Ich will da jetzt mal kurz gucken, ob hier noch irgendwo ein Item hier liegt. Sieht mir immer so aus, wenn die Steine so liegen, dass hier irgendwo noch ein verstecktes Item sich aufzufinden ist. Ist aber keins. Schade. Und damit sind wir mit der Siegestraße dann auch in zwei Parts durch. So wie ich das eigentlich geplant hatte. Sehr gut. Ist zwar eine kürzere Folge als die letzte, das weiß ich. Mittlerweile weiß ich auch. So. Wie gesagt, Shaman machen wir noch. Ich habe das Item dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt mache oder ob ich es in der nächsten Folge, ob ich dann in der, nach der Pokémon-Liga. Das kann sein. Wir machen es, komm, wir machen es nach der Pokémon-Liga. Komm, machen wir die Hauptstory erstmal durch. In aller Seelenruhe und dann machen wir die, machen wir Shaman danach. Brauche ich jetzt nicht irgendwie noch mit rein zu quetschen. Und damit betreten wir die Pokémon-Liga. So, ich darf natürlich erstmal meinen, bevor es dann gleich losgeht, haben wir noch einen kleinen Rivalenkampf gleich vor uns. Ich gucke gerade mal. Nee, den brauchen wir nicht. Ich will eigentlich ein paar Tränke haben. Das brauche ich jetzt nicht. So. Du lässt mich keine Tränke kaufen. Nur Pokerwelle. Ich glaube, jetzt kommt nämlich unser Rivale, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, machen wir den jetzt noch? Ja, sind jetzt bei einer guten Viertelstunde. Ja, komm, den machen wir noch. Warte, du willst dich doch in der Pokémon-Liga stellen, stimmt's? Deswegen bin ich auch hier. Mal sehen, wer von uns beiden besser vorbereitet ist. Klappen wir. Machen wir die Pokémon-Liga danach in Ruhe. So, Staraptor. So. Gut. Einmal Lawine. Sonntag. Ach Gott, er hat ja doch, stimmt, er hat ja Dings, ne? Okay, gar nicht so clever, gar nicht so doof, der Move. Der bereitete mich vor. Der bereitet für den nächsten Pokémon bereitet er nämlich vor. Ja. Barry, beziehungsweise Jan, mein Rivale, der hat ein bisschen dazu gelernt. Der hat ein bisschen dazugelernt, der Gute. So. Galoppa. Das war mir fast klar. Deswegen werde ich jetzt auch zurückziehen. Das ist sinnfrei jetzt gewesen. Sinnfrei jetzt meinen Dreck wieder drin zu lassen. Ich habe eh keine andere Möglichkeit. So, deswegen setze ich jetzt noch ein Gescheins-Pokémon ein. Dann tun nämlich die Feuerattacken auch nicht so weh. Und du gehst auf. Steinacke! Schmalhorn. Ja, gut. Stahlattacke, war mir fast klar. So, nächster Pokémon von ihm. Geschichte. Er hat, glaube ich, 6, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Chelterra. Gut, auch das ist sinngemäß. Ich weiß, dass ich jetzt wechseln muss. Und zwar gehe ich wieder auf Rex Blizzard. Ich versuche auf Lawine zu gehen. Das müsste das Rex Blizzard, müsste das Chelterra auch direkt wegnehmen. Ist es ein Starter? Ist es ein stärkstes wahrscheinlich? Er hat sein Flug-Pokémon weg, er hat sein Feuer-Pokémon weg. Ich glaube, ansonsten hat er nichts mehr, was Rex Blizzard wehtun könnte. Aber wie gesagt, da würde ich mich nicht drauf festlegen. Aua. Okay. 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 Dann spielen wir das Spielchen zu. Mein Freund. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, muss ich sagen. Das war jetzt eigentlich so ein... Ich hatte nicht damit gerechnet, dass mit Holzhammer kommt mein Rex Blizzard wegnagelt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gut, dann muss ich das also ein bisschen anders ausspielen. So, dann gehen wir auf Galopper. Wie gesagt, in der nächsten Folge starten wir dann mit den ersten beiden Trainern der Pokémon-Liga. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. So, ich setze jetzt auf Flammenwurf, weil Flammenwurf jetzt natürlich sehr effektiv ist und natürlich Step-Bonus und den Sonnentag. Es könnte reichen. Und zwar nicht mal annähernd die Hälfte. Ja, das könnte ein zäher Kampf werden. Das ist ein bisschen unerwartet, muss ich sagen. Das ist jetzt ein bisschen unerwartet. So, gut. Für Kammchef. Relaxo. Relaxo. Dann gehe ich auf Ableithieb für den Fall, dass irgendwas ist. Ich habe ein paar KP weniger. Und Relaxo ist ja relativ easy geplättet. Hatte ich jetzt nicht damit gerechnet. Ich dachte mir, da kommt jetzt ein bisschen was mehr. Aber Relaxo hat man noch nicht als Eintrag. Deswegen kriegen wir den auf jeden Fall schon mal. So viel dürfte es jetzt auch nicht mehr haben, mein Freund. Boyelin. Und dann könnte es schon fast sein. Ah, ich habe natürlich das Rex Blizzard raus. Was habe ich denn als Alternative? Ja, ist egal. Ich glaube, Brugeline ist jetzt auch nicht. Das könnten wir Eisattacken haben. Das ist ein Eiszahn wahrscheinlich. Ach, deine scheiß spitzen Steine. Was haben wir denn? Eroas. Ja, zwei Pokémon hat es noch. Ich dachte es mir schon. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Du hast... Dankeschön. Jetzt kommt noch eine Aeroarzt hinterher. Jawohl, Gott sei Dank. Krampf, ich habe einen Volltreffer. Dankeschön. Damit hätte ich jetzt fast gerechnet, dass es so passiert. Gut. Level 63 für Ramaidon. Die Frage ist, was hast denn du als letztes noch? Scaraborn. Na gut, das können wir jetzt lassen. Ich setze jetzt auf Risiko, weil wenn ich ehrlich bin, wenn es trifft, ist es weg, weil es ist Typ Kampf und Käfer. Oder ich verliere mein Kramschiff. Das kann natürlich jetzt auch passieren. Du Arsch. Das war mir was. Ach, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass er dann anfangen darf. Ich dachte mir, ja, das kriegst du jetzt ohne Probleme in der Prio. Kraftschiff ist nicht fit. Ja, gut, das war mir klar. Was machen wir denn als nächstes? Was haben wir denn noch? Galoppa, Marco. Das andere soll ich jetzt auch nicht machen. Na gut, das hat. Diese scheiß Spitzensteine. Flammenwurf. Ach, das ist doch nicht wahr. Nimm es doch mit. Dankeschön, Galoppa. Und jetzt fangen wir nicht mit so einer Scheiße an, wo ich jetzt...
Aber es ist nicht vorbei. Dank der Freundschaft zu meinem Pokémon ist noch alles möglich. Ja, also aber nicht mehr. Das war's. Es wäre jetzt noch mal, ja, es hätte vielleicht ein paar Lücken in mein Team reißen können, aber nicht mehr. Gut, aber gut, er muss sagen, ist gar nicht so schlecht. Er ist definitiv nicht so schlecht. Was ist gerade passiert? Mein Team muss doch besser trainiert werden. Ja. Mist, wenn ich gegen dich verliere, bin ich für die Top 4 noch nicht bereit. Aber ich werde so lange weiter trainieren, bis ich mich an die Spitze kämpfen kann. Ich werde nämlich der Champ, der stärkste Trainer schlechthin. Sieh zu, dass du bis dahin ungeschlagen bleibst. So, gut, dann haben wir's. In der nächsten Folge machen wir dann die Top 4 oder starten zumindest mit den ersten beiden.